Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute werden wir zusammen diese schöne Blume machen, die wir dann als Dekoration oder Applikation verwenden können. Wir können daraus auch eine Blumengirlande machen, indem wir die Blume in verschiedenen Farben machen und dann ein Kinderzimmer dekorieren oder eine Geburtstagsfeier. Wir können sie in unsere Gärten hängen. Ich finde sie eine tolle Idee. Wir können dafür jedes x-beliebige Garn verwenden, Baumwolle, Acrylwolle. Jetzt schauen wir, was wir außer unserer Wolle noch brauchen. Ich werde für meine Blume 3 verschiedene Farben verwenden. Dann brauchen wir noch die dazu passende Häkelnadel. In meinem Fall ist es die Häkelnadel der Stärke Nummer 4. Ihr werdet die Häkelnadel an das Garn, an die Wolle anpassen, die ihr verwendet. Was nicht fehlen darf, ist auch eine Schere und eine Wollnadel. Und jetzt wollen wir nicht Zeit verlieren und uns gleich an die Arbeit machen. Dazu hole ich mir meine erste Farbe, in meinem Fall ist es eine Rot. Mache zuerst einen magischen Ring. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Diese 3 Luftmaschen stehen für unser erstes Stäbchen und jetzt werden wir im Inneren unseres Ringes weitere 9 Stäbchen machen, sodass wir am Ende eine Anzahl von 10 Stäbchen haben. Also ich hole den Faden auf die Nadel, gehe in den Kreis hinein, hole mir den Faden, ziehe ihn durch, habe 3 Schlingen auf der Nadel, hole den Faden, masche die ersten beiden Schlingen ab, bleiben 2 Schlingen, hole den Faden und masche die letzten beiden Schlingen ab. Und so habe ich mein erstes Stäbchen gemacht. Faden auf die Nadel, in den Kreis hinein. Ich hole den Faden, ziehe ihn durch, 3 Schlingen, masche die ersten beiden Schlingen ab und masche die letzten beiden Schlingen ab. Jetzt haben wir hier 3 Stäbchen, das erste durch die 3 Luftmaschen ersetzt. Und jetzt werden wir unsere 10 Stäbchen machen und dann sehen wir uns am Ende wieder. Wenn wir dann unsere 10 Stäbchen gemacht haben, ziehen wir hier am Anfangsfaden fest, sodass sich unser Kreis schließt und wir schließen diese Runde. Wir haben hier am Anfang unsere 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Wir gehen in die dritte Luftmasche hinein durch beide Maschenglieder und machen eine Kettmasche. Wir holen den Faden, ziehen ihn durch die Masche und durch die Schlinge, die wir auf der Nadel haben. Eine Luftmasche, wir ziehen etwas fest, lockern die Masche und schneiden den Faden ab, weil wir jetzt einen Farbwechsel vornehmen. Wir ziehen hier noch am Anfangsfaden fest, dass sich der Kreis gut schließt und werden diesen Faden gleich vernähen. Dazu holen wir uns unsere Nähnadel und werden diesen Faden hier durchziehen. Dass der Kreis gut geschlossen ist. Und jetzt können wir den Faden abschneiden. Jetzt holen wir uns unsere nächste Farbe. In meinem Fall ist es dieses Violett. Und werden jetzt die Nadel in einer Masche der Vorrunde ansetzen. Wir gehen durch beide Maschenglieder durch, ziehen uns die neue Farbe durch und machen 3 Luftmaschen. 1, 2 und 3. Diese 3 Luftmaschen stehen für unser erstes Stäbchen. In dieser Runde werden wir in jeder Masche der Vorrunde eine Zunahme machen. Zunahme bedeutet, dass wir 2 Maschen in dieselbe Masche machen. Faden auf die Nadel, ich gehe jetzt in die gleiche Einstichstelle wieder hinein und mache ein Stäbchen. So haben wir hier die ersten beiden Stäbchen. Das erste Stäbchen wurde durch die 3 Luftmaschen ersetzt. Wir überhäkeln uns auch immer die Anfangsfäden.
Faden auf die Nadel, wir gehen in die nächste freie Masche und machen auch hier ein Stäbchen und ein zweites Stäbchen. Dann gehen wir in die nächste freie Masche und wiederholen zwei Stäbchen, eins und zwei. Und das machen wir jetzt in jeder Masche, zwei Stäbchen in jeder Masche, bis wir am Ende angekommen sind und insgesamt 20 Maschen haben. Am Ende angekommen schließen wir diese Runde wieder in der dritten Luftmasche, der ersten drei Luftmaschen, die wir gemacht haben. Wir gehen durch beide Maschenglieder und machen eine Kettmasche. Eine Zusatzluftmasche, wir lockern den Faden und können diesen abschneiden. Und jetzt holen wir uns unsere nächste Farbe, in meinem Fall ist es eine Weiß. Und jetzt haben wir hier immer diese zwei Gruppen mit jeweils zwei Stäbchen. Wir suchen uns eine Zweiergruppe aus und gehen mit der Häkelnadel in das erste Stäbchen, der zwei Stäbchen, mit der Nadel hinein. Wir ziehen uns den neuen Faden durch und machen eine Luftmasche, um den Faden zu befestigen. Und jetzt noch zwei Luftmaschen, eins und zwei. Wir überhäkeln uns auch diesen Anfangsfaden, so haben wir am Ende der Arbeit keine Fäden zu vernähen. Jetzt gehen wir auf die nächste Gruppe der zwei Stäbchen der Vorrunde mit der Nadel hinein auf das erste und machen eine Kettmasche. Zwei Luftmaschen, eins, zwei, auf die nächste Zweiergruppe. Auf das erste Stäbchen gehen wir hinein und machen eine Kettmasche. Wieder zwei Luftmaschen. Die nächste Zweiergruppe auf das erste Stäbchen und machen die Kettmasche. Und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang und dann sehen wir uns am Ende wieder. Wenn wir dann unsere zwei letzten Luftmaschen gemacht haben, schließen wir diese Runde hier, wo wir den Faden angesetzt haben, den weißen, gehen in die gleiche Einstichstelle und machen eine Kettmasche. Jetzt durch die zwei Luftmaschen sind diese kleinen Bögen entstanden. Jetzt gehen wir mit der Nadel in den ersten Bogen hinein und machen eine feste Masche. In den gleichen Bogen kommen jetzt 5 Stäbchen, also 1, 2, 3, 4 und 5. Und nach den 5 Stäbchen gehen wir immer noch in den gleichen Bogen und machen eine feste Masche. Hier haben wir in diesem Bogen eine feste Masche, 5 Stäbchen, eine feste Masche. Jetzt nehmen wir zweimal den Faden auf die Nadel, 1, 2. Und hier haben wir eine Gruppe mit 2 Stäbchen und die nächste Gruppe mit den 2er Stäbchen. Und hier genau unter diesen beiden Gruppen haben wir das Stäbchen der ersten Runde. Wir drehen jetzt etwas die Arbeit, gehen mit der Nadel durch das Stäbchen, kommen mit der Nadel vorne heraus und arbeiten jetzt unser doppeltes Stäbchen. Wir holen den Faden, haben jetzt 4 Schlingen, maschen die ersten beiden Schlingen, die nächsten beiden Schlingen und die letzten beiden Schlingen ab, ziehen etwas fest und gehen dann in den nächsten Bogen und beginnen hier von vorne und machen zuerst eine feste Masche,
Dann kommen die 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann kommt die feste Masche in den gleichen Bogen. Dann nehmen wir den Faden zweimal auf die Nadel. Jetzt gehen wir in das nächste Stäbchen. Wir drehen die Arbeit leicht zur Seite, gehen mit der Nadel hinein, umarmen von hinten das Stäbchen, kommen mit der Nadel vorne heraus und machen unser doppeltes Stäbchen durch zwei und durch zwei, ziehen etwas fest und gehen in den nächsten Bogen, wo wir dann wieder eine feste Masche machen. Die 5 Stäbchen, 1, 2, entschuldige, ich hole nur etwas Faden, 2, 3, 4 und 5, dann gehe ich in den gleichen Bogen und mache noch eine feste Masche. Dann nehme ich den Faden zweimal auf die Nadel in das nächste freie Stäbchen. Wir drehen die Arbeit etwas, gehen mit der Nadel hinein, umarmen das Stäbchen, kommen mit der Nadel vorne heraus und machen unser doppeltes Stäbchen durch zwei und durch zwei. Und dann gehen wir gleich wieder in den nächsten Bogen und machen unsere feste Masche, unsere 5 Stäbchen, unsere feste Masche, dann das doppelte Stäbchen und holen uns das nächste Stäbchen. Und so machen wir jetzt diese Arbeit die ganze Runde entlang und dann sehen wir uns am Ende wieder. Wenn wir dann unser letztes Stäbchen verarbeitet haben, schließen wir diese Runde in die erste feste Masche mit einer Kettmasche. Wir machen eine Zusatzluftmasche, lockern den Faden, schneiden diesen ab, ziehen ihn durch und jetzt werden wir diesen Faden noch auf der Hinterseite unserer Blume verstecken. Wir ziehen hier den Faden durch einigen Maschen durch und können dann auch diesen Faden abschneiden. Und fertig ist unsere schöne Blume. Ich finde sie sehr toll. Wir können sie in sehr vielen verschiedenen Farben machen. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!